Aha, geht ja doch noch. Und damit willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Und ja, das beste Event, gerade wenn man natürlich levelt, ist natürlich das Ingame Army Boost Event hier. Also finde ich, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Event ihr immer so am besten findet. Ich meine, ich habe ja schon mal ein Event auch in Frage gestellt. Das ist dieses Ingame Helden Boost Event. Da weiß ich nicht, warum man die Helden jetzt only boostet und die Armeen warten dann. Das leuchtet mir nicht ein, aber gerade dieses Event hier, das Ingame Army Boost Event, muss man natürlich auch ausnutzen, gar keine Frage. Und was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde, ist Folgendes, gerade beim Level-Up der Rathäuser hier, also auch das finde ich eigentlich eine super Verbesserung in den letzten Jahren hier bei Clash of Clans, wo ich auch heute übrigens mal Hintergrund nicht Musik hört, sondern Hintergrundgeräusche. Das heißt, ich habe heute mal Game Sound an, ist auch eher selten, aber das mit der Musik geht mir manchmal ziemlich auf die Nerven und deswegen habe ich mich heute mal für Game Sound entschieden. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Was ich sehr, sehr gut finde, ist diesen Boost, den man hier bekommt, wenn das Rathaus gelevelt hat. Und ihr habt ja noch, glaube ich, im Video mitbekommen oder in eins der letzten Videos mitbekommen, dass ich den Toto hier, also himself, auf Rathaus Level 11 gelevelt habe. Ich habe es auch ganz normal auslaufen lassen. Das passte ganz gut, denn meine ganzen Minensammler waren voll, die Clanburg war voll und auch es gab noch einmal Bonus in der Liga. Es gab noch einmal Bonus in der Liga und ja, wir haben Liga gehalten. Hier Kristall 3 ist, glaube ich, so ein bisschen so unsere Liga. Wir sind ja jetzt schon ein paar Zwölfer oben. Und sind überhaupt keine Neuner mehr unten. Also auch nach wie vor, wenn wir eine 30er spielen, dann nur noch ab Rathaus 10 aufwärts. Und auch da wird schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht hier. Gut gehalten. Und herausheben möchte ich eigentlich keinen hier. Außer den Zippy. Der Zippy hat nämlich in allen 7 Tagen 3 Sterne geholt. Klar, der hat nicht immer den letzten angegriffen. Das kann ich euch sagen. Aber mit 700% durchschnittlicher Zerstörung und 21 Sternen und 7 Attacken steht er da oben ganz, ganz alleine, gefolgt von Ted und Kanix. Und irgendwo kommt dann auch der Alex. Der Alex konnte allerdings auch immer ein bisschen runtergehen als Rathaus Level 12. Und so haben wir hier ganz nett unsere Sterne eigentlich gemacht. Nur mal so, dass ihr so ein bisschen im Fluss seid, was hier eigentlich bei Free-to-Play passiert. Und also wie gesagt, Fünfter geworden und ich denke mal auch mit einem netten Abstand zum Sechsten und zum Siebten. Also da brannte jetzt nichts an. Aufstieg bloß nicht. Ja, bloß nicht Zweiter werden und aufsteigen, weil dann wird es wieder ganz fatal. Aber das kennen wir ja schon und deswegen in dieser Liga hier, glaube ich, sind wir ganz gut aufgehoben. Ich habe das Rathaus hier gelevelt. Ein Level hoch, also auf Rathaus Level 11 und habe auch schon so das Notwendigste rausgehauen. Das seht ihr hier, Kanone, Bogenschützenturm und den Magierturm. Natürlich nicht zu vergessen den X-Bogen, den stellen wir mal auf Boden, Luft. Und natürlich die Adlerartillerie ganz normal gelevelt. Die Laufzeiten sind auch nicht mehr so lang, Leute. Also wer vorhat, von 10 auf 11 zu gehen und meint jetzt, oh Gott, 11 dauert ja so lange und ich meine, werde 12, 13, 14, dann wisst ihr, was lange dauert. Bedeutet im Free-to-Play-Bereich vor allen Dingen. Aber man kann doch ein bisschen was machen und wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt auch alles aus dem Shop raus, so nenne ich das ja immer. Das heißt also, keine Ressourcen, keine Defenses. Ich habe einfach alles gemacht, habe auch schon, glaube ich, ein Armeelager. Natürlich habe ich so ein paar Hämmer genutzt, habe schon mal die Queen, glaube ich, ein Level gelevelt. Ah nee, die hat schon mehr Level gelevelt. Die ist jetzt na na natürlich noch im Boost. Normal ist sie noch nicht so hoch. Ihr müsst immer 5 Level abziehen. Das heißt also, mein Warden ist auf Level 1. Und die Queen ist dann auf 43 schon. Und der King, ja, auf 40. Und ihr seht, ich hab noch ein bisschen Armee. Wir müssen ein bisschen farmen. Und müssen ein bisschen Gold ausgeben. Das, was ich noch nicht habe, ist, ich habe die Clanburg noch nicht auf 2. Und fertig geworden ist aber schon mal mein Labor. Und ich habe auch noch keinen E-Drachen. Ich wollte eigentlich ganz gerne mit einem Hammer, also mit einem direkten Upgrade-Hammer, den hier machen, wo ich jetzt gerade hintippe, neben dem Babydrachen, den Elektrodrachen. Denn ich glaube, im Rathaus Level 11 Bereich ist der, glaube ich, gerade wenn man so Beginner 11 ist, ist der, glaube ich, sehr, sehr stark, weil meistens hast du irgendwo 10er als Gegner oder aber du hast so kleine Elver oder kleine Elver Rusher dir gegenüberstehend und ich glaube, da kann man das ganz gut machen. Mit den E-Drachen schon mal so ein bisschen üben. Sie sind eine gute
Eine gute und ja, natürlich eine teure Truppe, also was das Elex angeht, gerade wenn man noch viel leveln muss. Also mit viel Level meine ich natürlich den Warden und so weiter. Die 6 Millionen, die ich da oben jetzt habe, das ist nicht so viel. Ich habe noch eine Goldrune, geben wir gleich auch alles aus. Erstmal einen netten Gegner finden, der ja auch ein bisschen Ressourcen für uns hat. Wir boosten dann auch. Oh, wow. Okay. 1 Million Elex. 1 Million Elex hier für mich. Ja, die nehmen wir mal mit. Wollte gerade sagen, der hat gar keine Infernos. Doch, ah, das ist so ein Gradzehner, ne? Okay, was machen wir denn da jetzt kaputt? Kaputt machen. Was können wir denn hier jetzt kaputt machen? Wo ist denn der andere Inferno? Der ist da hinten. Okay. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich eigentlich kaputt machen soll. Feger nach da, Feger nach da. Puh. Ich würde sagen, wir nehmen dann mal 1, 2, 3, 4. Nehmen hier die Luftabwehren. Oh, die sind nicht ganz down gegangen. Mist, Mist, Mist. Die sind nicht ganz down gegangen da. Mal sehen, hier mit dem Erdbeben nochmal einen nachsetzen. Ah, reicht auch nicht. Ärgerlich. Reicht nicht ganz. Aber jetzt reicht es. Okay. Und der Feger steht allerdings noch da. Wir holen uns vielleicht hier den Inferno. Ich habe eine Karre dabei. Das ist natürlich nicht ganz so prall. Und die X-Bögen alle im Ausbau. Ey, Toto, jetzt muss er aber machen. Jetzt muss er aber was machen hier. Sonst kommen wir gar nicht mehr außer Kontakte. Den Warden nach oben gestellt. Und dann können wir schon mal so ganz langsam hier reinziehen. Mit unseren Drachen. So, hier hinten setzen wir auch mal einen beim König. Ja, das ist natürlich ein gefundenes Fressen hier für mich. Gar keine Frage. Und jetzt lasse ich die aber erstmal reinlaufen hier. Mal grad gucken. So, die Queen ist da schon im Strahl vom Inferno. Mal sehen. Die kriege ich da auch gar nicht raus, glaube ich. Denn, ah ne, doch, der Inferno geht erstmal da, perfekt. Können wir die ganze Masse hier reinschicken. Und jetzt geht das ab. Perfekt. Oh, jetzt habe ich natürlich kein Boot mehr. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier gar keinen Zauber. So, wir nehmen aber trotzdem da hinten einmal den Fries. In der Hoffnung, dass der Ballon vielleicht den Inferno schafft. Jawohl, das schafft er. Sehr, sehr schick. Und wo können wir denn hier noch unsere Minions schicken? Wir nehmen hier jetzt eben mal die Helden mit rein. Beziehungsweise einen Helden gezündet, dass die Luftabwehr. Oh, easy peasy, oder Leute? Ich wollte jetzt aber gleich eine ganz, ganz andere Truppe leveln. Beziehungsweise nicht leveln, sondern nehmen. Ich meine, wenn wir jetzt schon Boost haben und brauchen viel Ressourcen, irgendwann hast du natürlich so viele Ressourcen, dass du keine Bauarbeiter mehr hast und musst dann ewig deine Hämmer nutzen oder Gems nutzen oder was auch immer. Ihr wisst, da bin ich dann eher so ein bisschen ultrageizig und mache das dann nicht. Aber dass die Armeen hier, die ich jetzt hier noch am Start hatte, das waren noch 2 CK-Armeen. Also deswegen nicht wundern, dass ich jetzt hier immerhin 1 Million gemacht habe. Ne? Ist doch auch nicht so schlecht, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich wollte hier jetzt auch mal eine Supertruppe nehmen. Klar, jetzt kann ich es machen. Und die wollte ich natürlich dann auch ein bisschen trainen. 245, was fehlt denn da noch? Es fehlt da noch. Und dann nehmen wir die hier mal mit rein. Train-Troops. Ah ne, nicht Train-Troops, sondern Boosten. Wir boosten das ganze Zeug mal hier. Ich muss mich sowieso mal gerade orientieren. Ob die hier noch abzugraden sind. Okay, die dunkle Zauberkaserne nicht. Wo ist denn meine helle Zauberkaserne eigentlich? Leute, helft mir mal ein bisschen. Ah, hier, ganz, ganz versteckt. Oh, die kann ich leveln. Okay, oh, für einen Unsichtbarkeitszauber, alles klar. Ja. Da warte ich noch ein bisschen. Da warte ich noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir geben erstmal ein bisschen Gold aus. Und zwar für die Mauern. Ah, ne, stimmt gar nicht. Wir geben noch kein Gold aus. Wartet mal. Ja, hier ist auch alles neu. Hier ist auch alles neu. Auch hier habe ich gelevelt. Ihr seht das hier an den frischen Mauern. Und ich glaube, ich habe hier noch nicht. Doch, hier habe ich auch alles aus dem Shop raus. Hier gab es ja auch ein bisschen was. Kleine Luftabwehr gab es dazu. Und die Riesenkanone, die natürlich nicht mehr so prall ist hier im Nachtdorf, kann man vernachlässigen. Da machen wir lieber hier ein bisschen was. Aber hier wollte ich dann natürlich 245, ist das alles? Ah, das passt ja auch. 245, ja, passt. Passt ja alles. Sorry, Leute, wir nehmen hier ein paar Riesen. So 10 Stück würde ich sagen. Ein paar von denen, ein paar Mauerbrecher, ein paar viele von denen.
Mal sehen, ob wir damit einfach irgendwie was machen. Und noch ein paar Bogies dabei. Passt so. Zauber, jetzt muss ich gerade überlegen. Elex brauche ich gleich ein bisschen nur. Nehme ich dunkle Zauber mit. Ne, wir nehmen mal. Obwohl ich nehme dann immer ganz gerne dunkle Zauber mit, ja. Ich nehme immer noch ein Gift dabei. Nehme ich die Skelettzauber. Einfach für so ein bisschen. Ich mach mal eben. Und dann machen wir hier aber weiter. Ich wollte jetzt das ganze Gold erstmal ausgeben für die Mauern, die wir nachleveln müssen. Das würde ich diesmal etwas schneller erledigen als beim Schief Barfuß. Dass wir die auf eine anständige Farbe kriegen. So, und das will ich nicht. Okay, dass wir die auf eine anständige Farbe schon mal bekommen. Dann holen wir uns nachher auch. Also irgendwann hole ich mal dann die Base vom Barfuß. Jetzt habe ich aber erstmal nichts. Das ist auch gut so. Ich müsste eigentlich hier auch die Lager upgraden. Sonst komme ich irgendwann nicht weiter. Weil irgendwann kosten die Sachen, glaube ich, über 10 Millionen. Muss mal hier schauen. Hier noch nicht. Drache, Drache. Ah, hier kostet noch gar nichts 10 Mille, ne? Okay. Dann muss ich die gar nicht so hart updaten, glaube ich. Aber deswegen, wir machen uns das Ding trotzdem eben einmal fill. Und damit haben wir 9 Millionen. Können damit dann, glaube ich, die hier machen. 9 Tage. Das machen wir fertig hier mit dem Hammer. Und hier geben wir heute mal ein paar Gems aus. Ja, ich weiß, nicht hingucken, Leute. Der Toto gibt jetzt ein bisschen Gems aus. Aber das muss einfach auch sein, wenn man mal updatet und hat einfach ein bisschen was im Petto. Damit haben wir den Elektrodrachen und können ihn auch leveln. Ich meine, wir haben ihn jetzt einmal. Also eine Kaserne und ein Elektrodrachen auf Kaserne. Eine Kaserne dauert 12 Minuten, ne? Ne, nur 24, okay. Alles klar, nur 24 Minuten. Okay. Da dauert eine Armee natürlich relativ lange, aber ich kann jetzt schon mal zwei Zauber ordern. Das ist cool. Das machen wir auch. Dann nehmen wir mal so ein paar Bodenvolk-Truppen. Was können wir denn hier nehmen? Na, wir nehmen mal ein paar Riesen, glaube ich. Wir nehmen mal ein paar Riesen, ist gut. Dann nehmen wir noch einen Frost mit rein und irgendeine Karre. Alles egal. Wir wollen ja nur ein bisschen farmen. Wir wollen ja nur ein bisschen farmen. Und haben jetzt aber hier schon mal die Clanburg hoch. Das heißt, wir bekommen schon mal zwei Zauber da rein. Das ist sehr, sehr schick. Und hier leveln wir unseren Elektrodrachen mit dem Kampfhammer hier. Instantly. Damit haben wir ihn schon mal auf Level 2. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr so vorgeht in dem Bereich Rathaus 10 auf 11 oder so. Also ich mach das ganz gerne so. Natürlich muss auch noch die dunkle Kaserne hoch und für den Eisgolem und. Dauert alles unheimlich lange. Ich habe jetzt natürlich auch hier keinen. Ich kann im Moment keinen Hammer mehr nachbauen oder nachholen. Habe jetzt aber noch einen Hammer für Zauber. Lass mal gerade gucken für Zauber. Ich würde fast sagen, wir nehmen uns diesen Zauber hier hoch. Denn den Blitz, den können wir sehr, sehr gut gebrauchen, würde ich sagen. Also haben wir jetzt schon mal auch den Hammer raus. Habe ich noch einen? Ich habe nur noch ein Heldenbuch. Ich habe noch eine dunkle Rune. Also ein bisschen geht bei mir natürlich noch. Allerdings weiß ich die genaue Vorgehensweise denn doch noch nicht. Das, was ich jetzt mache, ja, das ist eigentlich ein bisschen doof. Ich nehme die nächste Baracke hier in Anlauf. Ich weiß, das ist eigentlich so ein bisschen dämlich, weil jetzt brauchen meine Truppen natürlich alle länger. Allerdings, weil ich jetzt eine Baracke weniger habe, 5 Tage 23, 876, das müssen wir im Moment nicht machen. Müssen wir im Moment nicht machen. Aber mit dem Gemboost jetzt noch 2 Tage hier, da können wir eigentlich ganz gut was stemmen. Und ich mache einen kurzen Cut, dass ich mir gerade ein paar Truppen gebe. Also so geht das hier voran. Ich denke mal gar nicht mal so schlecht. Wir könnten uns allerdings gerade mal noch eine neue Base holen. Was heißt eine neue Base holen? Ich muss mal eben gucken, wie man das hier nochmal machte. Mein Clan. Nehmen wir mal die Base vom Chief Barfuß auch. Warte mal. Chief Barfuß, seine Base. Profile. Visit. Ich meine, die kann ich ja nehmen, ne? Jawohl. Die kann ich nehmen. Hier Copy Layout für mich. Und dann gucken wir mal. Aktive Village, das lassen wir mal so. Und nehmen mal dieses Ding hier. Okay, da konnten jetzt nicht alle Sachen gemacht werden. Und jetzt sind auch die Mauern hier wieder so ein bisschen so nicht alle auf einen Fleck. Das sortiere ich dann noch. Aber die Funktion finde ich auch sehr, sehr gut. Da unten die Statuen muss man ja nicht mehr setzen. Und passt alles rein, Leute, würde ich sagen. Haben wir hier unsere neue Home Village Base, ZZ-Active. Das Einzige, was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist eine fähige Kriegsbasis. Ihr seht,
Das sind alles noch Zehner, die muss ich mir natürlich auch holen, aber noch haben wir ja keinen Zicker. Also ich jetzt mit diesem Account hier nicht. Ich gebe mir kurz mal Truppen, also ganz, ganz kleiner Cut und dann machen wir hier weiter. Okay, 9000 Dunkles nehmen wir gerne mit. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass das dunkle Zeug natürlich auch ganz gut gebrauchen kann. Für was auch immer, das ist ein frischer. Was ist das? Ein frischer, frischer, frischer. Ja, okay, jetzt habe ich natürlich Hexen dabei, aber ist nicht so schlimm beim Farmen. Wird jetzt nur ein bisschen nass auf das Dunkle. Und wir nehmen aber erstmal hier. Warum habe ich eigentlich den einen Ballon dabei? Ah, ich weiß warum. Ich weiß, warum ich den einen Ballon dabei habe. Weil ich das so nutzen wollte. So. Oh. Da kommt ja schon ein heftiger Drachen auf uns zu. Da muss die Queen hier mit durch. King mit rein. Und ihn hier aber jetzt auf Boden. Den Boden machen wir ja in jedem Fall jetzt weiter. Die Parabola hier auch mit da reingeworfen. Gehen wir mal ein bisschen näher rein. Mal gucken, wie weit denn jetzt unsere Truppen hier kommen. Das sieht noch ganz gut aus. Mal sehen, wo wir gleich springen müssten. Glaube ich, hier hinten ist gar nicht mal so schlecht aufgehoben, der Sprung. Der hat jetzt aber auch keinen Adler, ne? Okay. Der hat jetzt auch keinen Adler, aber er ballert natürlich trotzdem ganz schön heftig, vor allen Dingen auf der Seite dort. Da müssen wir was tun. King müssen wir zünden. Wo ist der? Dicke. Ah, der ist da noch in der Mitte. Okay, der ist da noch in der Mitte. Und mit der ganzen Meute hier nochmal den Wouter außen gelegt. Ah, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Die 9000 kriegen wir in jedem Fall. Perfekt. Ja, und den Rest des Tages werde ich da wohl mit Kobolden farmen, so gut wie es geht. Oh, okay, den wollte ich jetzt auf den Magierturm geschmissen haben. Naja. Macht nichts. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so laut mit dem Ingame-Sound gewesen, aber ich glaube nicht. Ich habe es ja eben mal so ein bisschen ausgependelt und ist mal was anderes als das Ganze mit Musik zu hinterlegen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch eine Audiospur frei. Das müsste eigentlich ein Adler sein, denke ich mal. Mal gucken. Bisschen was für die Adlertat tun, kann ja auch nicht schaden. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das echt das beste Event ist, dieses ganze Eingame-Gebooste hier. Das, was ich natürlich nicht geboostet habe, ich bin auch ein Otto, ist natürlich die Zauber, habe ich gar nicht geboostet jetzt. Und auch die Helden habe ich gar nicht geboostet, okay. Die müssen wir natürlich noch nachziehen hier. Ein Held, zwei Held, wo ist der? Obwohl, den zweiten Helden wollte ich gar nicht machen. Ich glaube, den 4 Stunden, nur 4 Stunden, nur nehmen wir doch mit. Da nehmen wir auch keinen Buch für. 4 Stunden nur, das habe ich jetzt gerade ein bisschen verpeilt. Und wo ist meine Biene? Da in der Mitte. Da machen wir das auch. Und auf der Zauberfabrik machen wir das auch. Dann haben wir soweit jetzt alles im Boost. Und mal sehen, Quick Train. Dass wir hier mal so eine Quick Train Army hinbekommen. Eigentlich habe ich immer so eine Funny Farm Army. Die habe ich ja aber gar nicht. Friendly, das ist Armee 6. Armee 5, das ist so einer, das ist so einer. Gar nicht mal schlecht. Ich glaube, wir nehmen die mal hier. Wir schmeißen die mal in eine Tonne. Und nehmen mal hier so ein paar von denen mit. Ganz, ganz viele von denen hier. Ein paar von denen. Ich meine, wenn ich die natürlich nicht habe, kann ich die nicht ausbilden. Okay, das ist jetzt natürlich dann ein kleinerer Nachteil. 245 können wir aber safen und können die ruhig trainieren. Dann nehmen wir auch hier ein bisschen dunkles Zeug mit, ist nicht so schlimm. Noch ein Gift vielleicht. So. Und dann können wir in jedem Fall mit dieser Armee einfach ein bisschen weiterfarmen. Das werdet ihr in jedem Fall sehen. Ich mache ja hier an dem Account erstmal ein bisschen weiter. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Hier also im Eingem Army Boost Event. Ich glaube, das ist das beste Event, was man hier in Clash of Clans finden kann. Also außer natürlich, na, vielleicht jetzt die neuen Events, die ja jetzt immer wieder kamen. Nicht nur zum Jubiläum, wo man also so eine ganz, ganz ultra starke Base machen muss, diese Herausforderung. Die finde ich natürlich auch schon sehr, sehr nett, weil es da auch sehr, sehr gute Rewards gibt. Aber an den normalen Events hier ist, glaube ich, der Eingame Army Boost Event ist einfach immer göttlich. Und wenn du dann natürlich gerade noch ein Upgrade hast, wie ich jetzt von 10 auf 11, perfekt, das Ganze so zu machen. Ich hoffe, das Ganze hat euch auch heute wieder ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert nicht vergessen und dann bleibt am Kanal dran. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute, euer Toto. Clasht!